I'm not on Twitter no more, so I'm good. I'm out on Twitter. Yo, ich habe nicht viel Zeit, beziehungsweise jetzt gerade, für euch gerade, was so ist. Ja, es ist euer Ranger Boy. Bla, bla. Seelefant. Die folgende Sache ist jetzt am Start. Du wirst mal kurz geblockt. Ich wollte hier ein bisschen was announcen, so auf Seriously. Und ihr fickt mir gleich hier zwischen die Beine. Ich muss jetzt mal was schaffen, weil mir mein Schaffen unter den Füßen weggezogen wurde. Und ich gerade so ein bisschen benommen noch bin. Wie machen wir weiter? Wahrscheinlich eher gar nicht. Ich will ja ungern aus dem Nähkästchen plaudern und gerade meinem. Es ist so ein Nähkästchen, da ist alles Zubehör drin. Damit kann ich alles nähen, Kevlar. Dann ist natürlich auch wichtig, dass ihr wisst, wo es angefangen hat. Also es ist nicht so wie in der Matrix, das heißt, ja, wir wissen nicht, wo es angefangen hat. Ich weiß schon ganz genau, wo es angefangen hat und ich hatte damit nichts zu tun. Ich bin hier leider ein Opfer. Ich soll klarer sprechen. Du musst immer aufpassen. Und es heißt immer, hey, du vermischst so viele tausende Sachen zusammen. Ja? Das alles also ist schon ein riesengroßer Skandal. Da muss man halt dann einfach auch ein bisschen, also bei meiner Information, da muss ich halt gucken, weil ich rede ungern. Das ist hier kein freiwilliges Reden. Ich glaube nicht an Karma. Nochmal, wir müssen hier wirklich prüfen, die Dinge prüfen. Ja, und der Prüfstand, das hat natürlich auch eine Stelle, die Prüfstelle. Ich finde, das geht in die falsche Richtung, würde ich sagen, weil ich nochmal nichts mit dem ganzen Zeug zu tun habe. Ich gebe euch eine Information. Jetzt mal Butter bei den Klößchen, Grießklößchen. Gibt auch Kartoffelklöße, auch Semmelklöße. Also folgendes. Wie fange ich am besten an? Also ich bin damals losgeeiert, weil meinem Management gedroht wurde. Und zwar von Enes Fatschechi. Der stalkt mein Management schon seit Jahren. Mein Management und er kennen sich vor der Zeit, in der ich mein Management kennengelernt habe. Das heißt, über 9 Jahre. Da gibt es Kontakte und Herr Fatschechi ist ein Stalker. Was da war, interessiert mich nicht, weil das war vor meiner Zeit. Fakt ist, du, Enes, hast eine Frau deutschlandweit gestalkt. Es gilt zu beweisen, dass du das nicht getan hast, aber ich habe dich von ihrem Telefon aus angerufen. Und du bist drangegangen. Und du hast des Öfteren angerufen, während ich nebenan war. Du hast sowohl angerufen, Debo hat angerufen und ihr habt Scheiße gebaut. Und du und Arafat habt euch getrennt aufgrund, was mit mir passiert ist. Ihr seid nämlich immer noch cool. Ich könnte hier ganz andere Sachen sagen, aber ich bin tatsächlich hier an der Front. Und ich bekomme Anrufe jetzt von Leuten, wo es blubbert, wo Leute sehen, okay, mit mir halt nicht, ich gebe nicht auf, warum sollte ich? Und jetzt auf einmal kriege ich wieder Anrufe, jetzt schreiben mir Leute, ho, Feature dies, das. Aber wo wart ihr, als ich aus dem Krankenhaus gekommen bin? Wo war KISS FM? Wo habt ihr das zum Thema gemacht? Und ich kann ganz, ganz andere Dinge sagen. Will ich aber nicht. Ich möchte nur wieder meiner Arbeit nachgehen. Soll ich jetzt hier flennen oder was? Es flennen doch alle schon. Es flennen doch schon erwachsene Männer. Es ist ein Abfuck. Es ist ein extremer Abfuck, dass ich als Künstler, der nichts anderes, anders, ich habe was anderes gelernt. Aber ihr kennt meine Situation nicht. Wer ist denn so ehrlich in der Szene? Und ich bin nicht irgendjemand. Wenn du mich anschreibst und du weißt, wer ich bin und mir drohst, nach dem, was ich für dich getan habe, ich tue Dinge aus meinem Herzen, aber wenn du mich verarscht, dann hast du mich verarscht und dann muss das besprochen werden können. Und wenn das nicht besprochen werden können, dann haben wir ein Problem. Aber es kann doch nicht sein, dass ich das nur das Problem habe und dass ich jetzt irgendwie gejagt werde in Gänsezähnen. Es kann doch nicht sein, dass ihr mich morden, umbringen wollt, mich tot sehen wollt. Alles Niederträchtige, alles Schlechte. Aber im Grunde genommen wollt ihr eigentlich nur geliebt werden wie ich. Auf was für Film seid ihr hängen geblieben, dass mir jetzt irgendwelche Leute schreiben, ob ich Ärger will? Ich lebe an der Front, also jetzt mal als Metapher. Wie kann es sein, dass ich noch mehr Stress will? Mir wird von niemandem geholfen. Ich bin ganz alleine. Und das schon seit 20 Jahren. Mir hat keiner geholfen. So, wie geht das? Guck mal, und du schreibst hier, guck mal, nimm mal den Block. Es ist unfassbar, was ihr schreibt. Ich zieh Stress an. Es ist vollkommener Quatsch. Guck mal, ihr wisst von, ich will das gar nicht lesen, so ein Kack. Ich will nirgendwo hinkommen. Ihr könnt gerne hierher kommen. Die Sache ist folgende. Ihr wollt alles umsonst haben. Ihr wollt keine Geschäfte machen. Ihr wollt Leute ausnehmen. Und ich bin keine Teufelshure. Ich bin der Zuhälter. Ich bin kein Zuhälter, aber ich bin der Zuhälter. Was meinst du, wie schnell ich Schlampen am Laufen habe? Und die werden das auseinanderschneiden. Es gibt Leute, die sich als mich ausgeben, die meine Lieder online stellen. Es gibt keinen Anwalt, der sich daran traut. Ich bin also alleine? Was ist los, Digga? Ich mache nichts anderes als Hits. Ja, aber die Sache ist, ihr wollt keine Geschäfte machen. Ihr wollt mich ausnehmen. Ihr wollt meine Leute bedrohen. Ihr schreibt mir, ich würde Stress machen. Ich von allen Leuten, ich mache Stress? Ich mache Stress. Während die Stress ohne Grund machen, mache ich Stress. Wenn ich meine Kohle haben will für meine Arbeit, das heißt nicht meinen Stundensatz,
sondern meine GEMA, meine GVL, alles das. Wie kann es sein, wie kann es zum Teufel sein, dass die GVL nicht richtig abrechnet? Wie kann es sein, dass die Labels mein Geld ausgeben an andere Künstler, nur weil es kein Licht drauf gibt? Die erzählen alle vom Gipskrieg, die haben nichts anderes. Dicke, die haben versucht, mich umzubringen. Und dann sagen Leute, ich hätte mir das ausgedacht. Ich hätte mir die Wunde hier ausgedacht. Sondern wollt ihr mich verarschen? Und ihr Kinners, ihr braucht Vorbilder. Wo sind denn die Kanyes aus Deutschland? Und wo sind jetzt die, wo poppt ihr jetzt die Bottles? Ihr zerschneidet das wieder und diffamiert mich. Bis es kracht. Und nicht von mir aus, von euch. Als bräuchte ich die Scheiße hier. Brauche ich eben nicht. Was will ich? Shut the fuck. Nur Musik wird mir helfen. Mann, Diggi, guck mal, wie viel Sinn macht das? Weißt du was? Weißt du, wie man rausfindet, wer ist? Sag mal jemandem Nein. Zu dem du immer Ja gesagt hast. Für den du immer da warst. Ich hab mich auf Twitter abgemeldet. Das bringt mir nichts. Nicht mal das bringt was. Sogar hierfür muss ich mich verantworten. Aber es gibt kein sich verantworten. Nur Musik macht einen Menschen frei. Falsch. Die Erde macht einen Menschen frei. Kinder nicht kaputt zu machen. Ältere Leute nicht kaputt zu machen. Sich selber nicht kaputt zu machen. Das macht jemanden frei. Sich gegenseitig mit Respekt zu begegnen. Das macht Menschen frei. Scheiß auf Musik. Nee, ohne Scheiß. Scheiß auf Musik. Ich meine, habt ihr aufgepasst? Ich will gar keine Namen nennen. Ich will gar nicht in so Gefilde rein. Aber ihr habt ihr nicht aufgepasst oder was? Wenn ich sage, ich habe Malcolm X Frau kennengelernt, dann ist es auf einmal eine Lüge. Wenn ich sage, Beyoncé ist meine Familie, dann ist es eine Lüge auf einmal. Wenn ich sage, Dennis Rodman gehört zu meiner Familie, dann ist das eine Lüge auf einmal. Was habe ich für einen Grund, euch anzulügen? Dann wird das nächstes geschrieben, ja, okay, warum bist du dann kein Millionär? Digi, mit wem seid ihr nicht alles verwandt und ihr seid keine Millionäre? Was nutzt Geld noch, Digi? Was nutzt dir Geld? Damit du Max machen kannst. Ja, okay, toll. Ey, ich habe mir letzten Tagen und Wochen so bitter geweint. Seit 2 Jahren. Digi, ihr wollt die Wahrheit? Es ist wichtig, dass ich weine. Ja, es ist... Du hast recht, es tut nur weh. Wahrscheinlich ist es Erwachsenwerden. Ja, okay. Wie erwachsen noch? Meine Musik geht unter, das tut dir weh. Meine Musik geht nie unter. Und der nächste Spruch von dir ist jetzt, oh, du hast mich gedisst und jetzt will ich dich huren so und töten. Das kenne ich schon. Ich bekomme Nachrichten jetzt, wo ich das Netz zersetzt habe. Jetzt schreiben Leute, da kommt er aus dem Nichts und nimmt sich die Pole Position. Na klar, Digi, das mache ich jedes Mal wieder. Ist kein Problem. War, Digi, was, Digga. Ich habe von den Besten gelernt. Ich durfte von den Besten lernen. Leute, denen ich zu ihrem Ruhm mitverholfen habe, schreiben mich an. Nicht, wenn ich's brauche. Wenn ich schreibe, Diggi. Wenn mein Management schreibt, Digga. Der Junge ist verletzt im Krankenhaus. Wo wart ihr alle, die Leute, die mich Bruder genannt haben? Da! Nein, 2 Jahre später fast. Ja, das ist schon scheiße gelaufen, so. Aber hast du ja vielleicht auch selber heraus... Nein, hab ich nicht. Ihr wisst von nichts und seid auf Seiten. Das ist von was ich spreche, wenn ich von Batterien spreche. Ich weiß, dass ich recht hab. Das bedeutet nicht, dass ich alles weiß oder alles richtig ist. Die Sache ist nur, was mir passiert, ist falsch. Das ist kein Rumgeheule hier. Ey, es gibt keinen anderen, der so viel Negativität wirklich ernst. Die wollen mich tot sehen. Die bekommen das aber nicht. Was soll das? Wenn du mir sagst, wir sind Brüder, Diggi, dann geh doch nicht. Diggi, dann stalk doch. Wenn du verheiratet bist, stalk doch nicht meine Leute. Mein Management? Ich muss mein Management schützen. Und wenn es da irgendwas gibt, von dem ich nicht weiß, müsst ihr mir sagen, was es ist. Aber mich wird man nicht in irgendeine Scheiße mit reinziehen. Euch gibt's nur im Trupp. Ihr kommt immer zu zweit oder zu dritt. Und mein Hund hat keinen Bock drauf. Mein Hund nervt's. Mein Hund macht sich Sorgen. Was macht ihr hier Namen öffentlich? Ihr nehmt das auf in einer Galaxie. Ich bin nicht aus dieser Galaxie. Was will ich mit Beats, Diggi? Ich mach selber Beats. Die besten im Land. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Dich hab ich doch nie gesehen. Zum ersten Mal gestern auf Instagram oder sowas. Was für Beats, Digga? Du schreibst doch keine Musik, Diggi. Du gibst irgendwas in den Computer ein und dann wird das so, wie du dir vorstellst, Diggi. Dann gibst du noch ein, was für ein Genre und bumm, dann ist es irgendwas. Das ist doch kein Produzieren, Diggi. Ich schreibe Songs.
Ich produziere Leben. Du bist gleich ein Hater. Wenn du es nicht jetzt schon bist, warum schreibst du mir keine Nachricht? Und die Sache ist, ich will auch keine Nachrichten. Digi, ich krieg seit 20 Jahren jeden Tag hunderte von Anfragen auf Features. Aber ihr könnt euch mich nicht leisten. Hört auf, mich zu fragen. Meinen Stundensatz könnt ihr euch nicht leisten. Und die GEMA wollt ihr nicht bezahlen. Meine YouTube-Rechte wollt ihr mir nicht geben. Mein GVL wollt ihr nicht richtig anmelden. Meine GEMA kommt irgendwie... Digi, ihr macht Schwarzgeld mit mir. Und scheiß auf Fame, Digi, ihr macht euch locker auf meinen Federn, Digga. Weil ich bin Geschäftsmann, Digi, ich mach das seit 20 Jahren, Digi. Und jetzt kommt bestimmt, ja, was für ein Geschäftsmann? Ja, du hast ja nichts. Aber habt ihr euch informiert, warum? Nein. Alles, was ich anfasse, ist ein Hit. Alles, was ich mache, wird ein Hit. Wenn ihr was von mir wollt, dann macht doch Geschäft vorher. Sagt mir, okay, was sind die Tantiemen? Was ist mein Prozent von allem, was passiert? Und könnt ihr euch das leisten? Und nicht dann sagen, ja, wow, das sind ja krasse Preise. Nur weil ihr euch gegenseitig in der ganzen Szene 250 Euro gebt gegenseitig für Features, heißt das nicht, dass ich das mitmache. Ich lebe davon. Und die Sache ist, ihr habt es mir genommen. Von meinen Brüdern und Freunden, die es alle so gut mit mir meinen. Niemand hat mich angerufen. Kein niemand. Niemand hat mich angerufen, mal gehört, wie geht's dir? Die Menschen kann ich an einer Hand abzählen. Und nur zwei davon haben was mit Musik zu tun. Und ich habe kein Stockholm-Syndrom. Ich bin so jemand, wenn ich mache, gehe ich in den Knast. Ich will aber nicht in den Knast. Was will ich denn da? Ihr nennt mich ja alle Opfer. Bin ja nur ein krankes Opfer. Ein kaputter. Also muss ich damit klarkommen. Also muss ich es einfach annehmen. Ihr sagt, ich bin Sklave und ich gehöre abgestraft. Wo werden die jungen Kiddies unterstützt? Wo werden die Jugendlichen unterstützt? Kiddies aside, Kinder aside. Wo werden die Jugendlichen unterstützt? Ich habe keine Angst davor, Dinge zu sagen. Es nervt nur, Dinge zu sagen, weil es nichts besser macht. Schweigen ist Pussy. Und es hat nichts mit Vagina zu tun. Die schreiben öffentlich, der Typ ist durch, seine Familie müsste was machen. Digi, was nehmt ihr euch raus? Dieselbe Person, die gesagt hat, ey, unfassbar, der ist eine coole Haut. Der muss echt eine gute Erziehung genossen haben. Ja, habe ich. War es perfekt? Nein. Habe ich Respekt? Ja. Ich bin doch kein Aussätziger. Doch, alles ist perfekt in dieser Welt. Wir leben auf ihr. Und die Welt macht uns so platt. So. Bumm. Fertig. Ein Luftzug, Digga. Bumm. Und von der Galaxie wollen wir gar nicht mehr sprechen. Weg. Was für neue Musik. Die ganze EP ist Killer. Digi, was? Interaktiver, Digi. Interaktiver, Baba. Oh, du flimmerst mir was vor. Ah, oh ja. Digi, meine Stimme ist, ich weiß nicht, keine Ahnung, ist zu trocken oder was. Ja? Ich könnte ein bisschen warm machen. Ich hab dich schon auf MySpace mal gesehen. Wo bleibt meine Hilfe? Alter, die machen Analysen über mich. Bitte was? Herr Dunkelberg, Lucienne oder wie sie heißen, aus Wien, mit ihrer Batterie im Rücken. Mal lassen Sie uns ein Interview machen. Digi, wenn Sie Klicks haben wollen, lassen Sie uns ein Interview machen. Machen wir das live und direct. Wenn ich anfange, über Ihre Psyche zu sprechen, dann fangen Sie an zu weinen. Sie können das gerne auch mit mir machen. Wir können zusammen weinen. Kein Problem. Psychogramme aufstellen, no problem. Profiling, no problem. Tuchfühlung, no problem. Zahnziehen, Tiki-Doktor. Zilla, wo sind meine 60.000 Euro? DJ Ganji, wo sind meine 80.000 Euro für die Zilla-Platte? Where the fuck is my money? Genetik. Wo sind meine 10.000 Euro? What the fuck? Musik hört nicht auf. Das ist nicht ein Tag vorbei, sondern das überlebt die Zeit. Das ist eine Aktie, die nicht aufhört. Das ist zeitlos hier. Keiner von euch schreibt Partituren. Keiner. Keiner von euch kann einen Hitsong schreiben. Keiner. Gassenhauer, Digga? Ist kein Problem, Digi. Das mache ich ohne Band irgendwo draußen an der Ecke, wo ein guter Sound ist. Dann ladet mich doch mal ein zur Eintracht. Gib mir ein Mikrofon, Digi. Ladet mich doch mal ein, dass ich für euch was singen kann. Weil ich kann das. Ich weiß, wie es geht. Wo ist meine Chance? Wo bleibt meine Chance? Geld hin und her. Ihr habt meinen Leuten gedroht. Ihr habt sie gestalkt, angerufen, Bedrohung und schlimmer. What up, what up, what up, what up? Look at the glasses, boy. Ah. Stop coming up in here, man. Digga. Wasn't that Maybach, Diggy? Ich seh da nix. I don't see my duffel bags, man. Ich seh keine Chesna full of duffel bags, man. Saying, we. You ain't seen no Chesna with no duffel bags, we. What's wrong with you?
Shut the fuck up. Whoopsies. Diggi, brau mich doch nicht, Dicker. Was? Diggi, geh mir doch nicht auf den Sack, Diggi. Keine Zeit für hier Fragen beantworten. Was ist denn da los, Alter, Diggi? Also Zeit ganz viel, aber nicht dafür, Diggi. Fuck out of here, boy. Wenn sich hier jemand als dich ausgibt, Diggi, richtig ciao, Alter. Wilde Zeit, Dicker. Wilde 13, Dicker. Ja, du weißt doch, wie es geht, Diggi. Mach doch mal richtig. Nicht in die halben Sachen. Nicht hier im Vordergrund stellen, die, weißt du... Du bist doch schon hier, ich rede doch schon mit dir, Diggi. Jetzt mach doch was draus, Diggi. Warum fährst du so schnell, Digga? Was ist da los, Alter? 25 Grad hier, Diggi. Diggi, guck mal, wenn ich im Fahrrad unterwegs bin, habe ich höchste Achtung. Ja? Obacht. Auf dem Bürgersteig gelten andere Regeln. Und wenn du was Größeres fährst, fahr nicht so schnell, Digga. Verstehst du? Fahr einfach nicht so schnell. Ist eine Waffe, in der du rumfährst. Diggi, ich habe keine Nummer, ich habe nix, Diggi. Keiner meldet dich. Guck mal, Diggi, ich habe mich. Ey, was für melden, Digga? Ich habe keine Nummer, nix, Diggi. Diggi, you ain't following me, none of that, man. What's up? Let's get these duffel bags, man. Stop this playing, man. You know what I'm saying? Not you, but just us in general, man. There you go again with that bullshit, man. I just fucking blocked your bitch ass. Who that, Unk? Oh shit, Unk in the building. Hey! What's up? Scott. What's up, my nigga? Ain't nothing wrong with you. I see you with your foot. Yo, you got a profile picture. Let me find out, boy. Find out you got a profile picture. Let me see you. Let me look at your profile, boy. My old God. I seen you before. Hey, you have the copyright. You know what it is. Yeah, you say, cool. What's happening, boy? I'm saying. What the fuck, nigga? I'm saying. My guy. What's happening? We ain't never do no music, man. We ain't never getting in the studio like nothing. You know what I'm saying? You ain't want to take me to your friends or none of that, man. What's up? You know what I'm saying? Got me talking to ghosts and shit. Nigga, I don't talk to ghosts. Das ist keine Freunde. Das stimmt. Ich hab mit niemandem gesprochen. Oh, wow. Der Boden bebt. Boop, 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 boop. Nee. Vielleicht ist die Brille. Mit wem ich damals gesprochen habe? Ich sag doch hier keinen Namen. Du musst auch wissen, Digga. Also, matter of fact, immer gibt es. Ja, das gefällt mir gerade hier gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Gar nicht gefällt mir das.